Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Shadow Life. Und ja, ihr seht es, hier geht es um einen Suspect-Test, und zwar wird gerade gesuspectet Ductrio. Und das eben ganz besonders, weil es in Store sehr, sehr häufig eine Rolle einnimmt, nämlich die ganzen Storebreaker zu trappen. So etwas wie Victini oder eben auch so etwas wie Heatran oder auch Tapulele wird davon gern getrappt. Und deswegen, allein deswegen habe ich schon einige Heatran mit Shedshell gesehen, was eigentlich saudämlich ist. Also ich meine, die Tatsache, dass man es benutzen müsste eigentlich, weil es sonst ansonsten einfach getrappt wird, ist einfach in meinen Augen einfach saudämlich, aber egal. Also ich meine, Heatran, das weiß man ja eigentlich, sprayt Stall eigentlich in mehreren Varianten. Also es muss nicht mal Magma Storm Solar Beam sein. Wenn man jetzt Taunt Toxic hat, dann kann man zum Beispiel auch Quagsire ziemlich pressuren. Also da braucht man nicht mal Grass Coverage. Aber naja, ich habe mir überlegt, wir benutzen heute einfach mal so ein Victini Team, einfach weil ich mir dachte, gerade jetzt laufen ziemlich wenig Trapper rum und gerade während des Suspect-Tests kann man Ductrio nicht benutzen und ehrlich gesagt, suchen wir einfach mal ein Match damit. Also ich stehe ja ziemlich seltsam zu Ductrio, also ich mag Ductrio sehr, also wirklich. Die Tatsache, dass es eben so oft in Store benutzt wird, dann kann man leider nichts ändern, aber ehrlich gesagt, ich bin trotzdem dafür, dass man es nicht bannt, sondern stattdessen wieder ein Suspect mit Mega Saber Eye durchführt, also wie in Gen 6 eben, also ziemlich gegen Ende von Gen 6, da wurde eben Mega Saber noch gesuspected und ehrlich gesagt, ich finde das ehrlich gesagt ziemlich lästig, einfach weil Ductrio jetzt nicht ein Einzelfall ist oder so, sondern ich meine, Goffitel wurde ja ziemlich früh gebannt in Oras oder ja, relativ in der Mitte und ehrlich gesagt habe ich hier Probleme zu leanen, einfach weil ich nicht weiß, wo ich leanen soll. Also das Team habe ich nicht selbst gebaut, ich habe es gepasst bekommen, aber es sieht an sich ganz cool aus. Und ehrlich gesagt, er scheint hier ziemlich Probleme mit Greninja zu haben, deswegen lead ich einfach mal damit. Und da hatte jemand dieselbe Idee. Wer weiß, vielleicht kriege ich hier einen U-Turn voraus und ehrlich gesagt, ich glaube, ich kann hier safe in Scissor gehen. Relativ. Also ich bin auch ziemlich bei Def und okay, da sehen wir schon, Greninja hat hier seinen seinen Gangshot ausgepackt. Das ist also Protein Greninja und ehrlich gesagt, es wird jetzt entweder raus switchen oder hier Hidden Power Fire haben. Deswegen gehe ich hier nochmal zurück in Greninja. Yep, Hidden Power Fire, da haben wir es. Und ehrlich gesagt, ich würde gerne das Speed High nochmal gewinnen. Greninja brauche ich jetzt nicht so dringend, aber es wäre ganz gut. Und ja, ich war mir gerade nicht sicher, ob Bullet Punch gekillt hat, aber ich bin mir, glaube ich, relativ sicher, dass es jetzt eigentlich killen sollte. Aber warum sollte ich das riskieren, wenn ich hier einen Pheromosa habe, das eigentlich, ja, er wird keinen Water Shuriken haben, wäre er hier Protein. Da ist die Coverage auf jeden Fall so wichtig. Ich denke, er wollte auch gerade Spikes legen, hätte ich mit was anderem geleadet. Und ehrlich gesagt, er hat überhaupt keinen Switch in hier Pheromosa, deswegen gehe ich da auch jetzt rein. Und ich glaube, ich kann eigentlich safe hier auf High Jump Kick klicken. Er hat kein Ghost Type, also natürlich. Ach, da seht ihr wieder mein Glück, Leute. Oh mein Gott. Naja, was kann man da machen? Ich werde hier aber Fire Blast drücken, einfach weil ich sein Celesteela erwarte. Er wollte es die ganze Zeit zacken, aber ich... Meine Güte, High Jump Kick. Damit habe ich leider kein Glück, überhaupt nicht. Und, brauche ich Scissor noch? Ja, Scissor gewinnt das eigentlich, wenn ich Celesteela anweake. Und, mit Garchomp kann ich leider keinen Earthquake spammen, solange, hier Celesteela da ist. Um drauf zurückzukommen, also, die Sache ist eben bei Ductrio, dass man auch stattdessen einfach hier die Vorentwicklung, also Diglett, benutzen kann oder auch einfach Trapinch. Trapinch hat eben mehr Bulk, ist dafür natürlich deutlich langsamer und wird ja dementsprechend auch eher KO'd. Aber die Sache ist eben, dass man Zugriff auf die beiden hat und Stall wird auch auf die beiden zugreifen, falls es so weit kommt. Also... Oh Gott, dieser High Jump Kick ist, es nervt mich einfach.
Es hätte wirklich nicht sein müssen. So, und kriege ich eine Mega-Entwicklung raus mit U-Turn. Ich verliere halt gar nichts mit U-Turn. Das ist super cool mit Caesar. Und ehrlich gesagt, ich will hier einfach in meinen Landris gehen, Rocks legen oder sonst irgendwas tun. Swords Dance am besten und dann einfach hier meinen Z-Move auspacken. Ja, weil er hat kein Switching, halt so gar nicht. Und hier wird mir Swords Dance auf jeden Fall helfen. Oh, er ist das Set. Gefährlich. Ich muss ihn killen. Ja. Ich kann hier keine Stealth-Fox legen, das wäre saudämlich. Ich muss ihn auf jeden Fall killen. An sich sollte mein Caesar das hier gewinnen, wenn ich ihn kille und ich das hier überlebe, aber ich bezweifle es gerade, falls er den Z-Move hat. Also, das ist gerade so ein bisschen lästig, gerade weil ich den Heightum-Kick gemisst habe. Aber ja, dafür kann ich leider nichts. Ich wurde leider die ganzen letzten 5 Matches weggehext, also ich habe da überhaupt keine Chance, irgendwas zu reißen. Ja, an sich sollte ich das verloren haben. Ja, mit dem... hätte ich halt am Kick nicht gemisst, dann wäre mein Famosa noch da, dann hätte ich das auch outspeedet. Wahrscheinlich ist er sowieso modest, also seien wir mal ehrlich. Ich hätte einfach den Z-Move drücken sollen. Gerade eben. Ja, an sich, ich habe eigentlich nur Damage drauf gebraucht und Caesar hätte sich gegen Metagross zum Beispiel erst dienen können und er hat mich geflincht. Das kommt auch noch dazu. Ganz toll. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, es läuft gerade wieder fabelhaft. Ich suche einfach das nächste Match, weil das hat einfach keinen Sinn. Aber wie gesagt, meine Meinung dazu ist einfach, Ducktrio nicht zu bannen, sondern hier Mega Saber wieder zu suspecten. Aber ich meine, wenn es gerade so läuft, wie es gerade läuft für mich, werde ich wahrscheinlich sowieso nicht auf 2700 Coil kommen in 70 Matches. Also es wird, ehrlich gesagt, was die Suspect-Tests angeht, auch immer schwieriger, ehrlich gesagt. Vom Gefühl her, weil den letzten Suspect-Test habe ich nur ganz knapp geschafft, glaube ich. Und ja, das gerade in 70 Matches zu schaffen, ist halt ziemlich schwer, also gerade wenn man schon am ersten Tag lernen will und wenn man so wenig Zeit hat wie ich, muss man sich eben irgendeinen Tag raussuchen und das war einfach so der erste Tag. Der ganze Suspect läuft ja schon seit dem 9. und endet in 4 Tagen, also ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen und von daher mache ich einfach diese Live nach Lust und Laune. Ich werde hier einfach mit Green, ja. Verliere ich irgendwas mit Greninja? Nicht wirklich. Also ich will auch Damage auf Rotom drauf haben, deswegen drücke ich hier einfach Dark Pulse. Rotom hier gedamaged haben ist super. Also wirklich. Gerade für die anderen, die ich habe, hier Victini, Landorus kann dann einfach revengen. Und ich meine, das brauche ich nicht so dringend. Er hat hier irgendwas predicted. Was auch immer. Was auch immer ich hier machen könnte. Ich meine, in jedem Fall wäre dann Will-O-Wisp vielleicht besser gewesen, aber meinetwegen. Ich meine, ich wäre sehr unwahrscheinlich immer in Landorus gegangen, wenn ich hier einfach Dark Pulse klicken kann. Und weil ich hier Damage drauf will, will ich das auf jeden Fall machen. Und so wie ich das sehe, muss ja hier eigentlich in Tapu Koko switchen, aber ich will hier nicht predicten, gerade weil jetzt Bullswitch, ja, er kann jetzt Bullswitch machen und das ist halt unglaublich nervig. Ich müsste in einen meiner Ground Taps gehen und hätte ich das bloß gemacht. Aber es ist okay. An sich kann ich hier in meinen Garchomp gehen. Ja, er drückt hier Hidden Power Ice, aber das lebe ich sowieso einfach, weil das Tapu Koko ist. Und ich glaube, hier double ich einfach. Ja, warum nicht? Okay, Tapu Koko. Du hast keine Angst vor irgendwas, oder? Das ist einfach saudämlich. Naja. Dann drücke ich hier einfach Ice Beam. Ja, Gengar ist natürlich so ein Switch in.
Ich habe kein Shadow Ball Switchen. Ach, Dazzling Gleam. Ja, Scarf Gengar. Ich hasse Scarf Gengar wirklich, also. Ich mag es überhaupt nicht. Und, ja. Ich glaube, hier ist es eigentlich ganz gut, Rocks rauszukriegen. Gerade das, das Ding da nervt mich, Charizard. Es ist wirklich eine Qual. Rotom kommt rein, ja, juckt mich nicht, denn ich werde dich auf jeden Fall killen. Ich will das auf jeden Fall weghaben. Gerade für Scissor. Und, ja. Je nachdem, was das für ein Charizard ist, habe ich da weniger Probleme mit. Ja, ehrlich gesagt, ich will einfach in Scissor gehen. Das ist mir komplett egal, wenn er jetzt auf einmal Thunderbolt macht, denn das kann er eigentlich nicht machen, denn dann werde ich sofort verfaten. Denn dann habe ich wirklich keine Chance gehabt oder sowas. Ja, ich drücke hier einfach Bullet Punch und Moment, das kriege ich. Es ist okay. Die Para ist nur etwas nervig, aber passt schon. So, und so wie ich das sehe, kann ich hier erstmal Fireblast drücken. Ich will auf jeden Fall nicht, dass sein Lando für gar nichts hier reinkommt und kein Damage frisst. Scarf Gengar, seit wann ist das eigentlich ein Ding? Das habe ich schon viel zu oft gesehen. Ja, ich muss hier leider in meinen Landris gehen. Ich habe da keine Auswahl oder sowas. Air Slash. Warum benutzt man Air Slash? Ach, egal. Allerdings, mit Air Slash müsste eigentlich Charizard Y sein, das heißt, ich gehe erstmal in Victini. Und warum hat man Hidden Power Ice? Ich verstehe das nicht. Oh mein Gott. Ich werde hier Bolt Strike drücken. Ja. Ich meine, was hätte er mir machen sollen? Gut, an sich müsst ihr hier entweder in Gengar oder Landris gehen. Okay, leider ist mein Scarf Garchomp hier nutzlos. Oder? Ist Victini nutzloser? Das ist jetzt schwer, also. Ich glaube nicht, dass er hier nochmal einen Scarf trägt. Und so ein Fireblast in der Hinterhand zu haben, das wäre super. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Landorus jetzt keine zwei Shadow Balls tankt. Das ist das Problem. Und an sich, sollte das das Landorus muss eigentlich hier Assault Stance sein. Ein ähnliches Set wie meins eigentlich. Also ich weiß, dass er auf jeden Fall Rocks drauf haben muss. Okay, wie machen wir das denn? Ich glaube, ich kann das dann doch second, ja, an sich ja. Tut hier einfach Shadow Ball. Es ist okay. Ja, es ist fein. Und ich gesagt, mich interessiert, ob das hier meinen Scissor überhaupt killen kann. Denn ich habe da relativ viel Vertrauen in Scissor. Einfach weil wir relativ viel specially defensive sind. Scissor. Mega. Bulky ist die. Wir sind careful. An sich müssen wir das auch nur überschlagen. Choice Scarf. So schreckliches Set, ohne Witz. Ich meine, ich kann verstehen, wenn man einen Scarfer braucht, aber dann nehme ich doch einen anderen Scarfer und gerade hier braucht er überhaupt keinen Spinblocker oder sowas. Ja, wir sind da. Wir haben auch 297 Spidef, also wir haben sogar ein bisschen mehr als der Kalk. Also wir müssen das auf jeden Fall leben und wenn wir hier durch die Para kommen, wäre das auch hervorragend. Yep. Und ja. Ich meine, wir hätten dann noch eine Chance mit Bullet Punch gehabt, aber sich hier gegen roosten zu können, ist eben erstrebenswerter für mich gewesen, meiner Meinung nach.
Und gut. Ich muss hier U-Turn auf jeden Fall. Ja, er setzt den Z-Move ein, aber es sollte mich nicht killen. Ja. Yep. Ich bin wieder in der Range, in der Gengar mich nicht killt, was super ist. Und hier kann ich wieder in meinen Garchomp gehen und Fire Blast drücken und irgendwas wird jetzt gekillt. Beziehungsweise Landorus wird noch ziemlich gut tanken, aber es ist okay. Ich habe sogar ein naives Wesen auf mein Garchomp draufgepackt und das ist defensive. Yep. Das ist aber in Ordnung. Also, wenn er jetzt, ja, er hat einfach Rocks gelegt, das ist okay. Ich denke, ich kann im Anschluss einfach hier Outrage spammen. Ich muss nur das Katana in die richtige Range bringen. Aber ich krieg dann auf jeden Fall einen Kill. Und dann sollte Scissor eigentlich gewinnen. Wobei das relativ doof hier ist. Ja. Ich muss hier auf jeden Fall drin bleiben. Und, ach Gott. Diese Edge Miss. Ich werde hier einfach Swordsense klicken. Warum ist er überhaupt schneller? Ich bin doch Max Speed, oder? Das heißt, er ist irgendwie Defensive Max Speed, alles klar. Vielleicht ist er sogar Jolly, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ziemlich seltsam einfach. Okay, Gengar kommt rein. Das Dumme ist nur, dass ich dann nicht mehr in der Lage bin, mit Scissor zu tanken. Okay, wir haben jetzt eine 50-50. Entweder er geht in Katana. Und wenn ich jetzt entweder rooste oder U-turne, dann bin ich in einer sehr guten Position. Oder die Sache ist, er geht, er bleibt drin, killt mich, während ich hier entweder Roost oder U-Turn mache und dann habe ich verloren. Ich gehe die 50-50 ein und gehe hier für U-Turn. Ja, da war leider nichts, was ich machen konnte, also es war am Ende eine 50-50, also entweder er geht hier raus, denn mein Bullet Punch hätte ab der Range auf jeden Fall gekillt und dann hätte ich einfach mit meinem Scarf Garchomp gewonnen, aber so, ja. Eigentlich schade, aber da war nicht viel, das ich machen konnte. Okay, ist doch nicht Scarf. Never mind. Moment. Ist der Modest Scarf? Moment, ich frag ihn jetzt mal. Also das interessiert mich jetzt, warum man auch immer Modest Scarf benutzen sollte. Also das, ohne, das, ich weiß nicht, also das hasse ich wirklich. Das ist genauso wie Modest Scarf Keldeo. Es, wenn man, okay, bei Gengar verstehe ich es vielleicht noch eher, aber wenn man jetzt Keldeo zum Beispiel in einen Knockoff switchen muss, dann hat es eben kein Item mehr. Okay, ich sag dazu einfach nichts mehr. Ganz kurz, ich bin gleich wieder da, ihr werdet nichts merken. So, weiter im Text, das war ja gerade gegen Ende ein Entweder-Oder-Spielchen, aber die Sache war eben, dass er Modest Scarf war und deswegen sollte man eben auf jeden Fall Timid Scarf sein, einfach damit man so etwas wie Scarf Garchomp ausbieten kann oder keine Ahnung, Jirachi auf jeden Fall, weil das einfach sehr essentiell ist, also Keldeo zu ausbieten wäre für Gänge eigentlich auch wichtig, wenn man es schon scarft, aber naja, oh mein Gott, Baton Pass. Okay, was machen wir da? Baton Pass ist ehrlich gesagt ziemlich lästig. Aber dagegen kann ich leider nichts tun. Ich hätte zur Not noch einen Scarf Garchomp, falls er es in Excadrill Pass. Aber ich glaube, das werde ich relativ schnell verlieren. denn wenn ich ihm die Chance gebe, das in Manaphy zu passen, dann ist es quasi aus. Gut, ich denke aber, ich kann hier mit Landorus leaden. Denn an sich hätte er jetzt entweder sowieso Rocks rausgebracht mit seinem Excadrill oder
es hier eben versucht und eigentlich muss er hier Sub drücken, aber er ist irgendwie dämlich. Ja, er muss ja eigentlich Sub drücken, ja. Er verliert eigentlich gar nichts mit Sub, ich verstehe auch den Protect gerade nicht. Denn ich hätte gerade einfach Stealth Rocks legen können und... Es ist egal, ich gehe jetzt... Ja, ja, okay. Continental Crush, gehst du durch? Wie viel machst du? Du solltest doch killen, oder? Sag mir bitte, dass du killst. Und, oh Gott, das macht gar nichts. Okay, das ist hier etwas blöd. Ich kann ihm hier kein Speedboost Pass lassen, einfach weil das in Manaphy einfach verheerend wäre. Beziehungsweise eigentlich habe ich da relativ viel Vertrauen auf Landorus, dass es relativ viel Damage an Manaphy ausrichten kann und hier lege ich Stealth Rocks. Ja, hier lege ich Stealth Rocks, das ist okay. Und da kommt Manaphy. Okay, entweder greift mich jetzt an oder er tailglot sich. Und wenn er sich tailglot, dann, ja, dann habe ich sowieso keine Chance mehr. Okay, was ist das für ein Set? An sich sollte Scissor auch noch leben. Was ganz gut zu wissen ist. Er sollte eigentlich auch Coverage für Water Types haben, deswegen gehe ich erstmal nicht in Ash Greninja. Oh Gott, das ist, ja, das ist ziemlich ungünstig. Aber ich gehe jetzt einfach mal doch in Ash Greninja. Denn eigentlich muss er auch Tailglow im Set haben, eigentlich muss er Surf, Ice Beam, Psychic sogar haben, ja. Oder Hidden Power Fire. Je nachdem und ja, er killt mich nicht mal mit Surf. Er hätte gerade einfach Tailglown können, aber hat er nicht gemacht. Sehr interessant. Und ich habe hier leider keine Wahl, außer in Mega Scissor zu gehen und hoffen, dass er Bullet Punch killt, und es killt nicht. Yep. Ach, Hidden Power Fire. Ja, das ist einfach saudämlich, diese Taktik. leider kriegt man damit relativ gut hier die Requirements, habe ich das Gefühl. Ja, Shift-Gemagiana kann ich leider auch nicht irgendwie besiegen, außer hier in Victini zu gehen. Victini ist echt toll, was Magiana angeht, denn ich glaube, wir checken es einfach hart, denn Flashcan macht nichts, Flurcan macht nichts und Aura Sphere sowieso nicht. Und ja, hier kann ich zum Beispiel einfach V-Create klicken. Oder eigentlich muss ich hier Glacier klicken. Ja, ich klicke hier Glacier. Denn entweder das Stärkste, was er machen kann, wäre hier Hidden Power Ground. Und eigentlich muss er hier in Zygarde gehen. Von daher klicke ich hier einfach Glacier. Da haben wir gut predicted, finde ich. Und ja, das ist ein solider Tweet, wie ich das gerade so sehen kann. 51% hat das gerade eben gemacht und es hat noch 49 und es lebt ganz einfach. Ach Gott, ich hasse sowas einfach. Das ist sau nervig. Also ich finde, sowas muss wirklich nicht sein. Aber das gibt mir die Chance, mit Scissor zu roosten. Eine andere Chance habe ich auch nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ja. Und Scissor voll zu haben ist super. Excadrill. Okay. Inwiefern? Ich glaube, er will Rocks legen, aber ich lasse es einfach nicht drauf ankommen. Okay, er drückt einfach Earthquake. Es ist komplett okay mit mir. Celesteela müsste eigentlich offensiv sein. Wenn er schon so ein Team benutzt. Okay, hier einfach mal in Fermosa und drücke U-Turn, glaube ich. Ja, ich klicke jetzt U-Turn. An sich verstehe ich auch nicht so ganz, warum er Zygarde gehalten hat. Aber na, wobei ich verstehe es, ich hätte mich gerade einfach setupen können. Und das wäre eben doof für ihn gewesen und... Ja, hier... Was auch immer er gerade versucht.
Drückt den bei Earthquake, warum? Auch immer. Ich glaube, ich kann hier ab der Stelle Fire Blast spammen. Ich habe keine andere Option. Ja, yep. Reinkommt Celesteela und wie viel frisst du? Oh, oh, der Crit war super. Aber ich denke, ein Bullet Punch danach hätte auch gereicht. Und ja, jetzt sweet eigentlich Garchomp. Das finde ich sehr beruhigend. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache zu wissen. Okay, er hat noch Zygarde. Zygarde macht Scissor absolut gar nichts. Und Magiana sollte Scissor auch nichts können. Also, ich wurde die letzten Matches, wie gesagt, ziemlich oft gehackt. Ich habe auch einen Zuschauer getroffen, Zanyan. War ein ziemlich cooles Match eigentlich, aber er hat mich leider mit Hydro gecrittet. Da habe ich noch ein anderes Team benutzt und ja, hier kommt der Threat. Ich gehe hier mal hart in meinen Formosa, einfach weil ich hier Protect predicte. Es ist einfach so offensichtlich. Und ja, ich werde jetzt High Jump Kick klicken, egal was kommt. Ja, ich werde High Jump Kick klicken, es ist komplett egal, wenn er jetzt protected. Was ich nicht glaube. Weil ich, ja, okay, protected einfach. Ja, das ist lästig. Moment, wenn er in das falsche Mon passt, dann habe ich gewonnen. Ja, das ist jetzt super. Nice, nice. Wenn ich darauf Damage bekomme und ich nicht misse, dann habe ich gewonnen, ja. Der Crit mattert überhaupt nicht, ich hätte einfach mit Scissor gewonnen, also ist es kein Problem. Jetzt bekomme ich auch die ganzen Speedboosts, die ich gar nicht brauche. Und ja, das war cool. Also, ihr seht, mit Baton Pass muss man umgehen können. Beziehungsweise eigentlich muss man dafür gar nichts tun, außer hier hier und da zu predikten, denn ich verstehe auch nicht, warum er nicht mit Manaphy getailed hat, also danach hat er sehr wahrscheinlich gewonnen. Und ich verstehe auch nicht, warum mein Caesar das nicht gehielt auf 14%. Das wird ja eigentlich immer aufgrund, ich glaube, das war nämlich 13%. Sowieso. Und naja, das war's auf jeden Fall für diese Live. Also zusammenfassend kann ich nur sagen, ich würde Ducktrio wirklich nicht bannen. Ich habe überhaupt keine Zeit dafür zu voten. Also ich habe keine Zeit, die Requirements dafür zu bekommen. Also ich brauche dafür leider 2700 Coil. Also jeder, der dafür voten will, braucht 2700 Coil. Und ja, es wird eben immer schwieriger und zeitaufwendiger. Und naja, es ist auf jeden Fall cool gewesen, dass ich hier eine Live mit Victini machen konnte, denn Victini ist einfach ziemlich cool. Und ich meine, ohne Ducktrio im Tier wäre Victini eben auch etwas spielbarer, aber insgesamt ist dieses Team einfach nur Keldeo weak. Also ich habe hier mit diesem Team unglaubliche Probleme mit Keldeo, aber ich wollte es einfach mal benutzen. Ich wollte einfach mal zeigen, was Victini drauf hat, und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen als Magiana-Check tatsächlich. Also ich meine, das hatte Hidden Power Fire, musste es eigentlich gehabt haben. Und mit diesem Set sollte Victini es eigentlich komplett wallen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es ein Shift-Gear-Set war. Selbst wenn er hier Baton Pass hat. Und naja, das war's auf jeden Fall für diese Live. Wenn euch diese Live gefallen hat, dann lasst doch mal eine positive Wertung da und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Live. Bis dahin, ciao!